Herzlich willkommen zum nächsten Stuben Basics. Heute dreht sich alles um die Waffen. Wann, für welche Situation, welche Waffe? Außerdem gehen wir der großen Frage auf den Grund. Vandal oder Phantom? Wann spiele ich was oder welche Waffe ist für mich geeignet oder die beste Wahl? Wir schauen direkt rein. Zuallererst sei gesagt, dass der Waffenkauf natürlich abhängig von den Credits ist, aber zum Money Management machen wir noch ein extra Video. Heute geht's nur um die Waffen an sich, wann welche Waffe in welcher Situation sinnvoll ist. Wir fangen an mit der guten alten Pistol-Reihe. Die meistgehassteste und geliebteste Waffe von allen ist die Classic, die Standardwaffe, die jeder am Anfang hat. Die hat einen Linksklick, der, wenn man nicht zu schnell schießt, auch relativ akkurat sein kann. Und für den Close-Range-Fight den ekligen Triple Burst, also die kleine Salve mit Rechtsklick, der nur... fast nur im Close-Range-Fight gespielt werden sollte. Wenn er aber ins Köpfchen geht, tut er weh. Die Shorty ist angenehm, Frenzy passt, Ghost und Sheriff. Alles in gewisser Weise Personal Preference, aber auch abhängig davon, an welcher Position ich spiele. Ich möchte mal ein Beispiel geben, wann ich die Shorty spiele. Die Shorty wird in Close Corners gespielt, also im Close-Fight, im Nahkampf. Sie hat nur 2 Schuss und muss dann gereloadet werden. Die macht zwar auch viel Schaden, aber auch nur auf den Close-Fight. Also stehe ich mit der Shorty oft an Positionen, wo ich den Gegner in den Nahkampf zwingen kann. 1-2 Schüsse rausballer und dann reloaden kann und im besten Fall noch in Deckung gehen kann. Zum Beispiel hier auf kurz. Zum Beispiel hier auf Lamps. Nehmen wir 1-2 Schüsse, gehen in Reload. Für sowas ist die Shorty gut geeignet. Gerade in Anti-Eco- oder Eco-Runden selber. Wir haben die Frenzy. Die Frenzy möchte man auch eher auf den Mid- bis Close-Range-Fights spielen. Also sowas hier in etwa. Oder vielleicht auch ganz nah ran. Ist so ein bisschen Personal Preference. Und man kann mit der Frenzy natürlich auch viel besser durchsprayen. Gerade wenn mehrere Gegner auf einen zurushen sollten. Wir haben die gute alte Ghost. Die Ghost ist natürlich super cool, auch gerade für Long-Range-Fights. Sowas wie zum Beispiel von Backside nach kurz. Man kann immer schön reintappen, aber man muss darauf achten, die Ghost macht, wie viele andere Pistols, wie eigentlich alle anderen Pistols, keinen One-Shot-Headshot, es sei denn, der Gegner hat keinen Kevlar. Wir sehen es hier rechts, Augenmerk nach rechts im Bild. Head 105 Damage. Aber auf Long Range nur 87 Damage. Body 30, 25, Legs 25, 21. Generell kann man sagen, innerhalb des Beimenüs kann man auf der rechten Seite immer sehen, wie viel Schaden die jeweiligen Waffen machen. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, denn das würde den Rahmen hier sprengen. Aber ihr könnt immer mal gucken, wie viel Schaden macht die Waffe auf die Long Range und wie viel macht sie auf die Close Range und wie viel macht sie, wenn ich beispielsweise in die Füße schieße, in die Beine, in den Kopf oder in den Körper. All das könnt ihr der Anzeige rechts hier im Bild entnehmen. Die Ghost ist eine Pistole, die sich eben auch für Long-Range-Fights anbietet. Sowas wie hier Richtung Kurz oder in Showers. Mit ihr kann man sehr präzise schießen. Man darf nicht zu schnell schießen, sonst gehen die Schüsse nach Mexiko. Wenn man aber eine gewisse Geschwindigkeit hält, eine nicht zu schnelle Geschwindigkeit, kann man sehr präzise schießen. Dann haben wir noch die Expertenwaffe, die Sheriff. Die macht mit einem One-Tap in den Kopf über 150 Damage. Kann also den Gegner mit einem Schuss rausnehmen, selbst wenn er Rüstung gekauft hat. Aber auf Long-Range macht sie nur 145 Damage und damit ist sie nicht immer gut geeignet. Es sei denn, man spielt so einen Mid-Range-Fight wie diesen hier oder geht gar in den Close-Range-Fight. Da muss man aber auch treffen können. Kommen wir nun zu den SMGs, den Submachine Guns und fangen mit der Stinger an. Die Stinger ist nicht zu unterschätzen. Zum einen hat die Stinger einen Burst-Modus, der sogar auf Long-Range halbwegs präzise ist. Auf Close-Range allerdings, das ist jetzt vielleicht eine Mid-Range-Geschichte, da geht es auch noch mal Close-Range, kann sie unheimlich schnell viel Schaden machen, denn die Feuerrate ist unheimlich hoch. Ich demonstriere es mal anhand der Astra, die hat auch Full Kevlar. Wenn euch jemand so entgegenkommt in Showers oder Onside, ist vielleicht für diese Entfernung, für diese Fights in dieser Range oder auch Close Fights, die Stinger gar nicht so eine schlechte Wahl und sie ist sehr, sehr günstig. Die nächste SMG ist die Spectre. Nebenbei merkt sie als Spectre, nicht Spectre, wie viele sagen. Ihr sagt ja auch nicht Turtle, sondern Turtle. Das nur am Rande erwähnt. Die Spectre ist die gute alte Run-and-Gun, All-Around-Waffe. Im Preisbereich Medium 1600, kann sehr viel Schaden machen, hat 30 Schuss drin und lässt sich gut sprayen und ist eben auch für Run and Gun, für den Mid- und Close-Range-Fight in Ordnung, eher Close-Range meiner Meinung nach. Als Brimstone-Man kann ich euch noch den Tipp geben, gerne auch in die Smokes stellen und wenn einer reinsteppt, wenn ihr zuerst dann seid, könnt ihr den Easy-Going wegsprayen und damit erzwingt man auch oft den Close-Range-Fight. Geht natürlich mit allen Smokes oder allen Vision-blockenden Elementen. Kommen wir nun zu einem Genre, was gleichzeitig geliebt und gehasst wird, nämlich zu den Shotguns. Da gibt's einmal die Bucky. Die Bucky ist die Low-Budget-Shotgun. Die kann Schaden machen und Shotgun wird wie immer auf Close Range gespielt. Etwa in dieser Reichweite, in diesem Nahkampfbereich ist es sehr gut. Hier im absurden Bereich wird schon wieder kritischer. Die Bucky hat zwei Funktionen. Einmal die Close Range-Funktion mit dem Linksklick
Und dann die, ich nenne sie gar nicht Long-Range, sondern eher Mid-Range-Funktion. Also das hier zum Beispiel wäre schon eine Mid-Range-Geschichte, wenn wir die Astra als Anhaltspunkt nehmen. Denn der Rechtsklick sieht im Vergleich zum Linkklick eben so aus. Und damit seht ihr, mit dem Rechtsklick kann man deutlich präziser sprayen, aber auf eine gewisse Range, also on a long range, wird es auch hier unpräzise, wie ihr sehen könnt. Dementsprechend mit der Bucky immer in den Close Fight gehen, also sowas wäre noch close, aber hier würde ich auch schon den Rechtsklick nehmen. Sowas wäre ein Close Fight. Komm mal gerade hier rüber, bitte. Richtung hier. Das wäre auf jeden Fall ein Close Fight. Wenn die Aster zum Beispiel über kurz reinpusht, kann man sie easy going mit dem Linksklick nehmen. Wenn sie aber jetzt in Cubby stehen würde von der Entfernung, dann würde ich hier den Rechtsklick nutzen und den Headshot drücken. Soviel zu Bucky. Kommen wir nun zu der teureren Variante, nämlich zu der Judge. Die Judge hat nur eine Funktion, und zwar den Linksklick. Aber der macht unheimlich viel Schaden. Immer nur auf Close Range zu spielen. Und da reicht meist ein Treffer aus. Und der Gegner ist aus der Band. So viel zu Judge. Da bleibt nicht viel mehr zu sagen. Spielt sie auf Close Fight, etwa in Cubbies, in Ecken. Gerne auch gespielt in Situationen wie in der Hooker, eine One-on-One-Situation. Wenn zum Beispiel jetzt der Gegner über Hooker kommt und ihr habt den Close Fight, macht der nicht viel als dumm gucken in die Judge. Damit kann man auch gerne mal einen 5K oder einen Ace generieren, wenn der Gegner in den Close Fight geht und man einfach durchsprayt und hier alle auseinander nimmt. Kleiner Pro-Tipp, eine Shotgun kann auch gerne im Sprung benutzt werden und ist immer noch relativ präzise, da sie ja eh sprayt und man eben auch im Sprung einen Headshot drücken kann. Sollte man also einen auf John Cena machen wollen, sieht das Ganze so aus. Kommen wir nun zu der meiner Meinung nach unterschätztesten Waffe im ganzen Game, der Bulldog. Die Bulldog hat zwei Funktionen. Einmal kann sie normal gesprayt werden und hat eine starke Armor Penetration, das heißt also Sage Walls AD, und zwar sehr, sehr schnell. Außerdem hat sie die Funktion im Scope. Wenn man reinscoped, kann man Bursts, also Salven schießen. Dreier-Bursts sind das, also immer drei Schüsse auf einmal. Man kann sie nicht gedrückt halten, muss immer wieder neu drücken zum Schießen, aber sie schießt immer gleich drei Kugeln auf einmal. Das ist gerade auf Mid- bis Long-Range-Fights sehr, sehr effektiv und auch sehr genau. Und eine Salve reicht meist aus, um den Headshot zu drücken und den Gegner zu eliminieren. Selbst auf Positionen wie Richtung B-Lang, also eine extra Long-Range-Geschichte, ist sie immer noch sehr, sehr genau mit den Bursts. Bulldog nicht unterschätzen. Kommen wir nun zu Guardian, eine halbautomatische Waffe, die, wenn man nicht zu schnell tappt, also nicht den da macht, immer noch sehr präzise sein kann. Selbst auf die Long Range, Richtung B-Lang beispielsweise. Wenn man aber um den Close Fight gezwungen wird und beispielsweise eine Spectre anrennt, Run and Gun macht, hat man oftmals das Problem und verfällt schnell in einen Spray und muss dann aber sehr präzise bleiben und den Gegner treffen. Da muss man schon ganz genau hingucken. Deswegen gerade eher für Midrange oder Longrange Fights und dann auch wirklich entsprechend ja, langsam tappen. Am besten mal auf die Shooting Range gehen und gucken, wie schnell man tappen kann, dass die Waffe präzise bleibt und nicht irgendwie nach Mexiko sprayt. Kommen wir nun zu den Sniper Rifles und fangen an mit der Marshall. Die Low Budget Operator, habe ich auch gern genannt. Die Plastic Operator, nennt sie wie ihr wollt. Sie ist sehr gut und nicht zu unterschätzen. 59 Credits, eine sehr günstige Sniper und eigentlich ausschließlich für den Longrange-Fight geeignet. Man kann reinzoomen, das kennt man, und wenn man an den Kopf trifft, ist meistens schon vorbei. Wenn nicht, sind selbst die Buddy-Hits sehr gut und gerade auch in Runden, in denen man weiß, dass der Gegner keine Rüstung haben wird, sehr, sehr effektiv. Da reichen auch oft die Buddy-Shots. Selbstverständlich, und deswegen habe ich gesagt, eigentlich Longrange, bietet sich die Marshall sogar an für den sogenannten No-Scope, also ein Schuss, bei dem man nicht scoped. Man hat das Visier und sie ist relativ präzise. Man kann also auch mit der Marshall, ohne reinzuzoomen, gerne mal einen Headshot setzen. Sie wird auch heimlich die Mini-Shotgun genannt. Natürlich gilt wie hier, wie bei allen Waffen, man muss stehen bleiben, damit sie präzise ist. Kommen wir nun zur Mutter aller Waffen. Ich nenne ihn liebevoll den Zauberstab, die Operator. Die Operator ist natürlich die Sniper schlechthin. Wie wir alle wissen, ist die Operator einfach ein One-Shot-Gerät. Egal, wo ihr den Gegner trefft, außer den Beinbereich, ist es ein One-Shot. Wir nehmen zum Beispiel den Arm. Dead. Wir nehmen hier den Bauch. Dead. Wir nehmen den Kopf. Sowieso dead. Überall ist die Operator ein One-Shot. Sie ist natürlich sehr teuer und man ist sehr immobil mit der Operator. Also man ist sehr langsam. Die Operator gibt natürlich die Möglichkeit, einmalig oder zweifach rein zu zoomen. Das ist natürlich ideal für extra Long-Range-Fights. Es bietet sich sehr an, die Operator mit Agenten wie Jet oder Chamber zu spielen, dass man nach dem Schuss direkt wieder raus dashen oder teleportieren kann. Alternativ gehen natürlich auch so Geschichten wie die Satchel von der Race, mit der man entsprechend schnell rauspicken kann, wenn man sie beispielsweise an die Wand platziert. Oder aber nach dem Schuss wieder entsprechend schnell abhauen kann mit so einer Satchel. Das aber auch schon Pro-Tipps. Also Long Range
Operator und auch nur für die Long Range. Das muss beim Kauf der Operator noch beachtet werden, nämlich die Teammates. Wenn die Teammates bereits eine Operator spielen, macht es seltenst Sinn, eine zweite Operator zu spielen. Ja, es ist eine starke Waffe und ja, man kann viel Schaden damit anstellen, aber man ist sehr immobil und mehr als ein Operator-Spieler macht selten Sinn. Also auch immer ein bisschen auf die Teammates und deren Buys achten. Wenn man die Operator spielt, empfiehlt es sich, zusätzlich noch eine Shorty zu haben. Denn wenn man den ersten Schuss gemacht hat und dann aber von den Gegnern gepusht wird und dabei abhauen muss, hat man direkt für den Close-Range-Fight noch die Shorty parat und kann damit entsprechend den nächsten Frag setzen. Kommen wir nun zu den Machine Guns. Meiner Meinung nach ein leidiges Thema. Aris, was soll ich sagen, spielt sie einfach nicht. Ja, sie hat viel Schuss. Ja, sie ist günstig. Ja, mit der kann man durchballern. Vielleicht, um Corners zu halten, einfach reinzusprayen. Im Vergleich so ein bisschen die teurere Friends, die, wenn man also zum Beispiel hier spielt und einfach durchsprayen will, wenn der Gegner kommt, ist vielleicht mal eine Option. Ich würde von der Ares generell abraten. Kommen wir zu Odin. Die Odin wiederum ist eine sehr, sehr teure Machine Gun und kann sich anbieten, um zu bangen. Wenn also die Astra beispielsweise hier links in der Hooker steht und man Reveal hat in der Hooker und weiß, da ist jemand, kann sie natürlich wunderbar durch Wände schießen. Wie Butter geht das Ding da durch. Und die Wall Penetration ist hier so stark wie bei keiner anderen Waffe. Außerdem kann man auch die Odin im Scope spielen. Und nach den ersten paar Schüssen hält sie sich irgendwann. Man sieht also, die ersten paar Schüsse sind erstmal random reingesprayt, aber danach wird sie relativ präzise und damit hat man auch einen echt starken Laserstrahl. So, und jetzt hält sie sich in etwa. Bitte das. Also um gerade Bereiche zu halten, wo der Gegner gerne zu fünft oder zu dritt oder mit mehreren durchpusht, kann das mal eine Option sein. Aber unter uns Noob-Waffe. Kommen wir nun zur Frage der Fragen. Phantom oder Vandal? Es ist ganz einfach, wir gucken uns erstmal die Stats an. So, die Phantom hat eine deutlich höhere Fire Rate als die Vandal, ist also schon mal in der Hinsicht besser. Der Nachteil, der große Nachteil allerdings ist, auf Long Range, und das sehen wir hier wieder in den Stats im Buy-Menü, auf Long Range macht sie keinen One-Shot-Headshot. Das heißt, sie macht 124 Damage und damit muss man mindestens zwei Kugeln treffen. Die Vandal wiederum hat eine niedrigere Fire Rate, aber macht immer denselben Damage. Und zwar auf den Kopf 160. Das heißt also, die Vandal macht mit einem One-Tap auf den Kopf den Gegner immer down. Das heißt, es ist eine Personal Preference am Ende. Ob ihr gute Aimer seid und meint, ich mache eh nur One-Taps, dann seid ihr bei der Vandal gut aufgehoben. Wenn ihr gerne eher sprayt, seid ihr vielleicht bei der Phantom besser aufgehoben. Unterm Strich kann man also sagen, das Ganze ist Personal Preference. Ein kleiner Tipp am Rande noch, das wurde übrigens auch von Riot bestätigt. Wenn man mit der Vandal schießt, gerade auf Long-Range-Geschichten, und da möchte man ja nicht sprayen, sondern man nimmt zum Beispiel One-Taps oder kleine Bursts, kann es passieren, dass man auf extra Long Range, also auf den extremen Fernkampf, nicht ganz präzise ist. Wenn man aber reinscopt, ist die Waffe immer ein Ticken präziser. Not so tough after all. Ich will es mal demonstrieren. Mit der Phantom ist es kein One-Shot. Wie viel Schaden hast du bekommen, Trivi? Ich habe 26 Leben noch. So, also das heißt, er hat genau 124 Damage bekommen, so wie es auch in den Sets hier steht. Ich kill dich mal, komm mal zurück. Jetzt nehme ich mir die Vandal und demonstriere das Ganze nochmal. Bleib mal stehen, bitte. Ein Schuss reicht und er ist down. Und das erklärt eigentlich den großen Unterschied beider Waffen. Vielleicht kann man noch sagen, dass die Phantom sich eher eignet für Mid- bis Close-Range-Geschichten, denn mit der kann man einfach viel, viel besser sprayen. Soll heißen, wenn ich so eine Position wie in Hooker spiele und hier einen Close-Range-Fight habe oder vielleicht einen Mid-Range-Fight, könnte die Phantom deutlich besser sein, weil man einfach viel schneller schießen und sprayen kann. Aber auch hier gilt so ein bisschen die Personal Preference. Wenn du dich mit der Vandal wohlfühlst und mit der Vandal ebenfalls den Spray halten kannst, kann auch sie sehr, sehr effektiv sein. Also unterm Strich nehmen sich die beiden hier nichts. Wenn ihr schießen könnt, Spray-Control halten könnt oder gute Aimer seid, wisst ihr, welche Wahl ihr zu treffen habt. Eines sollte ich noch deutlich erwähnen. Im Close-Range-Fight, also zwischen 0 bis 15 Metern, macht auch die Phantom eine One-Shot-Headshot. Es ist vielleicht noch relevant zu sagen, dass Waffen, die einen Schalldämpfer haben, keine Tracer, keine Spuren, keine Schussspuren durch Smokes hinterlassen. Wenn man mit der Vandal schießt, sieht das so aus. Wenn man mit einer Waffe mit Schalldämpfer, also Ghost, Spectre oder Phantom schießt, sieht das so aus. Eine Ausnahme ist der Chamber und der bringt als Skillset einmal den Headhunter mit. Der macht auch auf Long Range 159 Schaden. Also ein Easy One-Tap, ein super heißes Gerät, was immer funktioniert. Und er hat noch die Tour de Force, seine eingebaute Operator, die einmal noch eine höhere Schussrate hat als die eigentliche Operator. Natürlich auch immer den Gegner one-shottet, es sei denn, man schießt in die Füße.
und zusätzlich noch ein Slowfield auslöst. Der Chamber bringt also sein eigenes Waffenarsenal mit. Ist aber begrenzt, denn die Operator kann man nicht jede Runde spielen, den Headhunter kann man aber ziemlich oft nachkaufen und der kann böse wehtun, also aufpassen. So viel also zu den verschiedenen Waffenklassen und Waffen selber. Wann spiele ich welche Waffe, in welcher Situation, ist immer relevant. Außerdem haben wir die große Frage zwischen Vandal oder Phantom geklärt. Denkt dran, Like, Abo, Glocke und Follow auf Twitch wäre auch nicht verkehrt. Wir sehen uns zum nächsten Stuben Basics. Down and out.